Ich habe heute mal ein ganz besonderes Thema für euch vorbereitet. Vielleicht kennt der eine oder andere ja bereits das Thema Automatenbusiness. Also ein Snackautomaten, ein Getränkeautomaten, was auch immer für einen Automaten aufstellen, um damit dann teilpassiv Geld zu verdienen. Natürlich, man muss das Ding immer wieder nachfüllen, aber es ist schon relativ wenig Aufwand, kann man easy nebenbei machen und fühlt sich schon fast an wie ein passives Einkommen, auch wenn es der Definition halber wahrscheinlich keins ist. Trotzdem in jedem Fall ein sehr interessantes Thema. Man kann Geld verdienen mit einer coolen Methode. Und ich habe da schon sehr oft auch selbst drüber nachgedacht, das Ganze mal auszuprobieren, zu testen, gerade auch für Content. Aber es interessiert mich auch persönlich sehr. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal damit an, was man da überhaupt so beachten müsste, um sich so ein Business aufzubauen, damit sich hier die Leute, die davon vielleicht noch nichts oder eher weniger gehört haben, da auch ein bisschen reinfühlen können. Also als allererstes braucht man natürlich einen Automaten. Das ist logisch. Kostet so ab 3000 Euro, würde ich sagen, kann aber auch hochgehen bis zu 15.000 Euro. Dann hat man aber auch schon sehr krasse Automaten, meistens schon irgendwelche Doppelautomaten, die dann noch sonst was für Technik-Features drin haben. Aber im Großen und Ganzen kann man damit rechnen, dass man bei 2, 3, 4, 5.000 Euro auch schon loslegen müsste. Dann braucht man natürlich ein Gewerbe und einen Standort, der auch über Strom und irgendeine Art von Internetverbindung verfügt. Strom heutzutage eher weniger ein Problem, gibt es eigentlich überall, wo Leute sind, und da, wo keine Leute sind, braucht man quasi auch keinen Automaten hinstellen. Internet auch kein so großes Problem, packt man einfach eine Unlimited Highspeed SIM-Karte rein und dann sollte das auch klappen. Gibt es ja heutzutage auch schon zu relativ guten Preisen und da kann man ja dann gucken, welcher Anbieter an dem Standort am besten ist. Ansonsten bei Strom kann man sich vielleicht auch noch Solarzellen auf das Ding raufbauen und so weiter. Also diese Themen fand ich persönlich jetzt eher nicht so kompliziert, sollte man alles hinbekommen. Wenn, dann scheitert es am Geld oder am Punkt Nummer 2, der mich persönlich bisher auch absolut davon abgehalten hat, so ein Business zu starten, egal ob für mich selbst oder für Content. Und zwar der Standort. Und deswegen bin ich jetzt hier mal auf die Suche gegangen, beziehungsweise genau das hier wurde mir jetzt sogar von einem Zuschauer zugeschickt und auf dieses Video hier gestoßen. So bekommst du einen Standort für Snackautomaten, Getränkeautomaten, Anleitung, Tipps und Tricks. Hier von einem YouTuber, der ist Onkel Kramer, kenne ich persönlich nicht, hat aber 75.000 Abonnenten, sieht auch recht sympathisch aus und ich hoffe jetzt einfach mal, dass er sich damit gut auskennt, denn wie gesagt, das Video wurde mir empfohlen und ich bin auch ziemlich fest davon überzeugt, dass das wahrscheinlich eine der größten Fragen ist, die sich Leute stellen, die so ein Business vielleicht anfangen wollen und deswegen würde ich sagen, starten wir auch direkt mal rein und gucken uns das Ganze an. Stellplatz für Outdoor-Automaten bekommen. Ja, das ist teilweise der Tat manchmal nicht sehr einfach, wenn man nicht weiß, wie es geht und gerade am Anfang, wenn man neu dabei ist. Ja, heute geht es darum, wie ich mich vorbereite und welche Tricks es gibt und worauf ich auf jeden Fall dabei achten muss. Und ich würde sagen, wir starten durch mit dem ersten Thema und zwar ist das der Standort selbst. Ihr könnt hier und da fragen, aber es macht natürlich nur da Sinn, wo auch der Umsatz immer gleich ist. Und das sind auf jeden Fall, wie in der Academy schon oft erwähnt, die Standorte, die mitten in einem Dorf oder einem Ort oder in einer Stadt oder in einer Hauptverkehrsstraße sind. Zum Beispiel hier im Umkreis, ne? Jedes Dorf vornehmen, den Ortskern halt da ausfindig machen und dann Automaten stellen, können wir easy ganz einfach eine Route aufbauen, haben dabei halt im Auge vielleicht einen Schulweg, eine Bushaltestelle, einen Laden, wo welche vorwarten oder drinnen warten, zum Beispiel ein Barbershop als Beispiel, halt eben Orte, wo viele Menschen sind oder langlaufen, wo auf jeden Fall ein Hotspot ist und nicht irgendwo hinterm Haus. Oder, ja, da gibt es die neuesten Stellplatzideen, die nichts bringen, geht lieber nach Schema F immer vor, gleichmäßigen Umsatz an allen Automaten. Klar gibt es immer welche, die hervorstechen oder welche, die sich, Standorte, die sich vielleicht auch nicht lohnen, die sollte man dann noch wechseln, aber in der Regel habt ihr immer dasselbe Geld, egal in welchem Dorf ihr seid oder in welcher Stadt, ne, wenn ihr nach diesem Schema vorgeht. So, kommen wir das zum klingt Thema ja schon mal Absagen und gut. Ablehnung von möglichen Standorten. Also das ist ganz normal und tut auch mir immer wieder weh, aber es kostet halt nicht zu fragen. Das ist umsonst und wenn man nicht fragt, vertut man eine Chance, das ist ganz klar. Umso mehr Menschen ich frage, umso höher ist natürlich auch da eben die Chance, einen Stellplatz zu bekommen. In den folgenden Punkten könnt ihr ja eben was dazulernen, wie man mehr Zusagen bekommt und wie man besser im Operating durchstartet. Und ja, das ist zum Beispiel der Punkt, guckt nach Zigaretten, Automaten und Altkleidercontainern. Ihr sollt jetzt nicht ins Zigarettenautomatengeschäft einsteigen, aber wenn ihr sowas an einer Hauswand oder an einer Tür oder auf einem Hof seht, dann ist auf jeden Fall schon mal ganz klar, dass dieser Mensch sich bereits schon mal geöffnet hat, sein Herz geöffnet hat für Automaten. Dementsprechend ist es viel, viel einfacher, dort auch welche hinzustellen. Das heißt, Erfolgschance, ja, 50% höher als bei einem Standardstandort, sage ich mal. Und manchmal hilft da auch etwas Schmiergeld der Hausverwaltung oder einem Mieter oder dem Hausmeister. Etwas Schmiergeld. Ja, und da wird es dann aber halt trotzdem schon wieder ein bisschen schwierig. Gerade wenn die Automaten schon so teuer sind, also
Schmierger geht vielleicht noch, würde ich jetzt auf jeden Fall weniger schlimm finden als Prozente, weil die sind für immer Schmiergeld oder Bonuszahlungen sind halt einmalig, aber die Idee, dort zu schauen, wo Automaten bereits stehen, Zigarettenautomaten oder halt so eine Container, ist eine gute Sache. Gerade bei Zigarettenautomaten, weil die können ja gut und gerne auch mal in irgendwelchen Partyvierteln stehen, in der Nähe von Bars und so weiter. Und da würde so ein Getränke-, so ein Snackautomat wahrscheinlich auch sehr viel Sinn machen. Wenn er sagt, hey, wenn das dann klappt, ich bin auch bereit, so eine X als Bonus zu zahlen. Und ja, also wer schmiert, fährt weiter. Und somit habt ihr auf jeden Fall mit der 100 € Erfolgsprämie nochmal eine Zusatzchance mehr, diesen Standort zu bekommen. Also das funktioniert bis jetzt eigentlich immer ganz gut. Vor allen Dingen, diese Orte sind Anlaufpunkte, die die Leute schon kennen. Ja, da hole ich schon immer meine Zigaretten, da bringe ich schon immer meine Altkleider hin. Es ist besser, als wenn ihr einen Ort habt, wo nichts weiter ist oder ja, wo keiner was von weiß. Das Vorsprechen, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Das ist für mich aber ein ganz wichtiger Punkt, weil manche machen das einfach per E-Mail oder rufen halt an und das geht nicht. Also ich sag mal, so am Telefon wird man leicht abgewimmelt. Per E-Mail, das löscht man und beantwortet man gar nicht. Aber wenn man vor Ort ist und erstmal den Fuß in der Tür ist und es schafft, ein gutes Gefühl rüberzubringen, ne, dann ist es viel, viel einfacher. Denn ihr müsst das sehen wie ein Verkaufsgespräch, in dem ihr euch verkauft. Eure Ware ist in dem Fall der Automat, der da stehen soll. Und der Gegenüber soll aber gar nicht merken, dass es für euch ein Geschäft ist. Und er muss seine Vorteile sehen. Jeder sieht immer seine eigenen Vorteile. Und das ist natürlich ganz klar, dass er noch nie so viel Geld für einen Quadratmeter Miete bekommen hat, dass er frische Snacks und Getränke jederzeit zur Verfügung hat und so weiter. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr da immer persönlich vorsprecht. Und selbst wenn die Nein sagen, dann kann man ja immer noch sagen, ja, wenn... Das ist klar, vielleicht auch so bei irgendwelchen kleinen Geschäften hingehen, die jetzt zum Beispiel keinen Nachtisch anbieten, dann kann so ein Snackautomat vielleicht auch Sinn machen, könnte ich mir vorstellen. Aber sonst, gerade bei Getränke, das haben ja so ein Kühlschrank oder so, bei Läden gibt es das halt oft. Und jetzt so eine Hausverwaltung bei einem normalen Wohnhaus, was könnte man den Leuten denn da erklären, was deren Vorteil sein soll? Außer, ja, eure Mieter, die haben da denn auch Snacks, wenn sie mal welche brauchen, rund um die Uhr, aber weiß ich jetzt nicht. In Zukunft vielleicht auch mal interessant sein sollte. Oder vielleicht kennen Sie ja noch jemanden und manchmal gibt es da ja auch noch mal ein paar gute Kontakte. Eine Infobroschüre erstellen. Ja, da sind wir gerade bei beim Automatenland. Also jeder, der bei uns einen Automaten kauft, bekommt auch eine Infobroschüre, die er selber editieren kann, also verändern kann, um die auf seine Bedürfnisse zuzuschneiden. Das heißt, eigenen Briefkopf rein. Aus dieser Mappe suchen wir uns dann so 2 bis 3 Punkte raus, die dem Gegenüber wichtig sein könnten. Sprechen mit ihnen darüber, nicht mehr, auf jeden Fall nicht mehr Punkte, weil dann sind die überfordert. Ne? Das könnt ihr später immer noch durchlesen, wenn die interessiert sind. Aber nehmt euch ein paar Punkte aus dieser Mappe raus, die auch zu dem Standort oder zu dem Vermieter passen und redet darüber. Und das macht ihr dann auch neugierig. Der Mensch möchte wissen, was auf den anderen Seiten steht und möchte einfach mal sagen, lass es doch mal hier, lass es doch mal hier. Und dann ist es auf jeden Fall so ein Ding, was wie eine Bewerbungsmappe aussieht und was man halt auch eben einlaminiert vielleicht im besten Fall noch und dann dem Kunden einfach da lässt. Das ist, sorgt dafür, dieses Einlaminieren, dass es nicht gleich wegschmeißt, sondern entweder zurückgibt oder halt eben länger behält. Weil wenn etwas aus Papier ist, das zerknüllt man, schmeißt man Müll, bei sowas Hochwertigem, da tut man sich doch eher etwas schwer. In dieser Mappe sind natürlich Bilder, Beispielbilder von deinen eigenen Automaten oder anderen Automaten, damit er sich was darunter vorstellen kann, vielleicht vom Sortiment, ja, Informationen über die Miete, also was du an Miete bezahlen möchtest nochmal, über den Energieverbrauch des Automaten, über Telemetrie, Mülleimer, die man dann aufbaut, über Möglichkeiten der Befestigung und auch vor allem der Rückbau, weil viele haben dann immer Angst, oh, der bohrt mir das hier irgendwo rein. Und das kann man eigentlich so machen, dass es wirklich sauber aussieht hinterher und dass man sich dann auch noch wieder Jahre später noch in die Augen gucken kann oder beim Schützenfest ein Bier trinken kann. Die Notlügen, die braucht man am Anfang. Also Lügen sind nicht schön und es ist keine schöne Sache, aber bei einigen hat es auf jeden Fall geholfen, den ersten Automaten aufzustellen. Das heißt, manchmal muss man einfach lügen. Und ich kenne einige auch sehr große Aufsteller, die auch am Anfang gelogen haben. Jetzt bin ich gespannt. Und die haben dann halt in ihrer Broschüre Bilder von eigenen Automaten und es sieht dann halt so aus, als wenn es die eigenen wären. Und damit verschafft man sich schon mal einen Vorteil und zwar, dass man nicht als Amateur dasteht. Ein Amateur wird nicht so gerne genommen wie ein Profi natürlich. Ja, okay. Ein Amateur, da weiß man nicht. Der fängt ja gerade erst an und sowas. Punkt. Ah, der hat ja gar keine Ahnung davon. Und tretet als Profi aus, nicht als Amateur. Das ist auf jeden Fall super wichtig. Ein wichtiger Punkt, ein Stromzähler. Das kann ich übrigens auch für gefühlt jegliche Businesses empfehlen. Nicht übertreiben, aber ein bisschen fake it till you make it ist oftmals gar nicht so schlecht. Anbieten auf jeden Fall, denn viele denken immer, oh, der Automat, der muss ja unwahrscheinlich viel Energie verbrauchen und nein, sagt, es ist wie ein Kühlschrank. Jeder hat einen Kühlschrank zu Hause und kann sich was darunter vorstellen. Keiner weiß, wie viel Strom der verbraucht, aber es hört sich erstmal gut an, weil es ist ja nichts Schlechtes. Das hat jeder, das kennt jeder, das ist was Vertrautes. Und beim Strom hört die Freundschaft eben auf, weil es halt mittlerweile auch ein teures Vergnügen geworden ist. Es gibt dafür aber im Baumarkt Stromzähler, die sogar per App auch von anderen Leuten dann, also die diese App haben oder Zugang haben, per App ausgelesen werden können und das sorgt für Transparenz. So, also das heißt, man auf sagt jeden ganz Fall, klar, ich zahle den Strom pauschal. In der Regel ist es mehr als das, was ich verbrauche. Wir können aber am Jahresende einmal einen Strich unter die Sache machen oder nach ein paar Monaten gucken, wie viel hat er verbraucht. Sommer ein bisschen mehr, im Winter weniger. Und auf jeden Fall können wir dann hinterher sagen, okay, muss ich noch was nachzahlen oder nicht? Wenn die 25 Euro nicht reichen, dann zahle ich halt was drauf. Wenn ich weniger verbraucht habe, dann schenke ich dir das. Es geht eigentlich nur darum, dass man dir gegenüber weiß macht, dass er keine zusätzlichen Kosten zu erwarten hat. Also nicht, dass er übers Ohr gehauen wird und dass es wirklich fair und ordentlich abgerechnet wird. Fangt nicht an, mit prozentual pro verkauften Snack irgendwas abzugeben. Das weckt nur das Interesse, dass er selber den Automaten hinstellen möchte. Macht es
ist immer nur mit einer festen Miete und gerne am Anfang halt auch nicht mit festem Mietvertrag, sondern guckt erst. Da muss man dann natürlich auch ein bisschen kalkulieren können, aber ja, zu 100% bei ihm. Habe ich ja schon am Anfang gesagt, Prozente abgeben, au. Viel schlechter für dich zu kalkulieren kann, nachher zahlst du dich da dumm und dämlich, wenn der Automat gut läuft und ja, dann kriegen sie vielleicht auch selbst Bock, ihren eigenen aufzustellen, weil sie sich dann so denken, 30% kann ich jetzt auch 100 mir holen. Also echt keine schlechte Sache und Strom definitiv wichtiges Thema. Immer eher mehr zahlen, als in irgendeiner Weise bei dem Gegenüber das Gefühl aufkommen zu lassen, dass man zu wenig zahlen würde. Also safe. Also sag, wir probieren es 3 Monate aus, ich mache die Befestigung vielleicht noch nicht ganz so doll fest und mache das Ganze erstmal mit einer Verlängerungsschnur hinten um die Ecke, bevor ich den Elektriker rufe und eine Stromleitung lege oder der Vermieter eine Stromleitung legen lässt. Probieren wir es einfach mal aus. Und nach 3 Monaten machen wir halt einen Mietvertrag. So kannst du einmal sehen, ob die Zahlen an dem Standort überhaupt passen und da brauchst du auch manchmal 3 Monate für. Und du kannst aber auch dem Gegenüber die Gewissheit geben, wenn ihm das noch nicht gefällt, dann geht es wieder weg. In der Regel bleibt das alles so, wie es ist. In der Regel macht man nicht mal einen Mietvertrag. Ich kann euch nur dazu raten, weil wenn der Gegenüber mal eine Insolvenz hat oder sonst irgendwas und das ist zum Beispiel ein Firmengelände, dann müsst ihr das über einen Mietvertrag klären, dass diese Sache nicht zur Insolvenzmasse von ihm gehört, sondern euer Gerät ist. Weil sonst habt ihr nachher nur Rennerei und Ärger. Guter Punkt. Und das würde man richtig bereuen, wenn man es nicht gemacht hat. Also solche Sachen. Jeder hatte, glaube ich, schon mal eine Situation, die in irgendeine Richtung geht, wo man sich im Nachhinein dachte, hätte ich das mal irgendwie festgehalten und so weiter. Ich denke mal, ist klar. Ganz wichtig auf jeden Fall, nenne immer wieder die Vorteile. Sie als Vermieter erhalten die Miete. Der Standort ist attraktiver und sauber durch meinen zusätzlichen angebrachten Mülleimer. Regelmäßige Füllung und Wartung, Überwachung durch die Telemetrie, da kann gar nichts passieren. Der Automat ist wetterfest, sicher, neu, sauber und wirklich gepflegt. Das größte Hindernis ist, glaube ich, bei den Leuten gar nicht so ein Ding vor der Tür stehen zu haben, sondern eigentlich die Angst, dass es nicht laufen könnte oder dass ihr nur Probleme macht. Die Leute wollen kein Problemkind haben, niemanden, der die alle halbe Stunde anruft oder jeden Tag oder jede Woche. Die wollen einfach das Geld kassieren und ihre Ruhe haben. Und ihr müsst dafür sorgen, dass diese Ruhe weiterhin da ist, indem ihr alle Sachen ausmerzt, die darum zu passieren. Ob es der Müll ist, der da rumliegt, den muss man mit einsammeln. Ob es Verunreinigung, Beschädigung oder sonst irgendwas ist oder andere Dinge, ja. Ein weiterer Punkt, den ihr nutzen könnt, um Standorte zu bekommen, ist auf jeden Fall Social Media. Es kostet wenig Zeit und Geld, in Kleinanzeigen, Facebook und von mir aus auch aus in TikTok und sonst wo Aufmerksamkeit zu regen, ist relativ einfach. Schaltet selbst eine Anzeige oder nehmt ein Video auf, macht, Das ist echt gar keine so schlechte Idee. Also wenn ich irgendwann mal das Geld übrig habe oder das irgendwie auf dem Businesskonto oder so rumliegt, dann könnte ich echt mal so einen Aufruf auf TikTok machen. Dann würde ich das wenigstens mal ausprobieren können, ob sich das überhaupt lohnt. Das wäre zwar dann nicht mehr so einfach jetzt für jeden nachmachbar, was mir eigentlich immer dann doch nochmal viel lieber ist, aber es wäre schon möglich. Kann man mal probieren. Auf jeden Fall hätte ich echt Bock, mal so einen Automaten irgendwann aufzustellen, weil mich das Thema mega interessiert. Da haben wir auch wenigstens mal ein bisschen was noch zu tun, das Nachfüllen und so weiter und mich interessiert es echt so sehr, ich könnte es gar nicht glauben. Da werde ich echt zum Kind, wenn ich an das Thema denke. Macht den Leuten die Sache schmackhaft. Erzählt, dass es auch einen Bonus gibt für als Tippgeber. Und das geht eigentlich ganz gut. Kostet nichts, kostet nicht viel Zeit und bringt euch auf jeden Fall definitiv nach vorne. Ein weiterer Punkt ist Vitamin B. Vitamin B zu haben ist in der Stadt manchmal gar nicht so einfach, sage ich mal. Es gibt aber Tricks und Mittel. Und zwar sind das Versicherungsmakler. Die kennen eh jeden. Ne? Die wissen, wo was geht. Hey, willst du noch, du bietest ihnen auch wieder die 100 Euro und dann hört er sich um. Ne? Dann hört er sich um, ja, das kann man mitnehmen. Und dann gibt es die Banker, also wenn ihr zur Hausbank geht, sprecht ihn ruhig mal drauf an, du willst den Automaten aufstellen, hast du nicht noch irgendjemanden im Hinterkopf, vielleicht kann er sich mal bei mir melden oder so. Oder es gibt irgendwie Immobilien, die den Bestand haben, wo das vielleicht möglich wäre. Es gibt sogar Automaten in einer Volksbank, habe ich gesehen. Meine hat sich dagegen gesträubt. Aber es gibt es tatsächlich. Versicherungen, wie gesagt, Immobilienmakler und so weiter. Das sind Menschen, die gut vernetzt sind und mir auch schon oft geholfen haben. Das ist hier eben so, dass man auch da wieder den Erfolg mit Provisionen bezahlen sollte. Der Geld mögen halt alle gerne, das ist ja nun mal so. Einfach fragen, es kostet nichts und eröffnet dir so viele Türen auch im Nachhinein. Wenn ihr zum Beispiel irgendwas im Bekanntenkreis habt, eine Versicherung, schickt ihr den dann wieder dahin. Es ist ein Geben und Nehmen und ihr müsst gucken halt, dass ihr in diesem Kreislauf mitmacht und ein Teil davon werdet. Lasst euer Geld da, wo eure Automaten stehen oder wo ihr auch wiederum etwas von habt. Mein Fazit zu der ganzen Sache ist, es ist nicht schön, Türklinken zu putzen, aber gehört als Automatenaufsteller auch einfach dazu. Am Anfang ist es schwieriger, nachher ist es einfacher. Die Leute kommen auch teilweise von alleine nachher. Mit der Zeit bekommst du aber auch Skeptiker überzeugt. Und ich finde, es ist besser, ein Nein zu halten, als gar nicht zu fragen, weil man sonst nur Optionen einfach in den Mülleimer schmeißt. War auf jeden Fall gar kein schlechtes Video. Also Shoutouts gehen raus an den Mann, falls ihr das irgendwann mal sehen sollte. In jedem Fall scheint aber schon echt das ganze Thema ziemlich abhängig zu sein von Kontakten. Also es geht auch ohne, dann muss man aber richtig Türklinken putzen. Aber Kontakte machen ist wie immer mal wieder
viel, viel einfacher. Aber die Idee mit den Boni ist, glaube ich, mit das Beste, was man sich am meisten merken könnte. Provisionen helfen immer. Gerade als er auch noch gesagt hat, dass man sogar Provisionen für gute Tipps anbietet. Also sozusagen, du besorgst mir jemanden. Das ist nämlich auch immer noch ein Geheimtrick. Du besorgst mir jemanden mit einem Standort und dann kriegst du auch noch einen Bonus. Und quasi das Suchen nach Standorten auch noch zu outsourcen. So ist natürlich dann erstmal initial ein bisschen teurer, aber gut, bei so einem Bonus sprechen wir jetzt irgendwie nicht nochmal von tausenden Euros wie beim Automaten, aber wenn man bereit ist, für den Automaten schon tausende Euros auszugeben, dann ist das vielleicht eine Überlegung wert. Und ich glaube, mittlerweile kann man sogar Automaten mieten, vielleicht lohnt sich das sogar auch, gar keine Erfahrung mit, wollte es nochmal erwähnt haben und würde sagen, so viel erstmal zu dem Thema, gerne mal eure Meinung zum Thema Automatenbusiness, habt ihr da schon Erfahrung? Hättet ihr da Bock drauf, das auszuprobieren? Habt ihr vielleicht in der Nähe von Rostock Standorte? Kleiner Spaß. Also gerne mal eure Meinung in Chat, in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, denn mich persönlich interessiert das Thema halt echt unfassbar. Das war's dann nun aber auch schon wieder für heute. Falls dir das Video gefallen hat, dann lass lieben gerne ein Like und ein Abo da. Und ansonsten folgt mir auch gerne auf Twitch, um beim nächsten Stream direkt live mit dabei zu sein. Und falls du Bock auf noch mehr Videos haben solltest, dann check unbedingt mal meinen Hauptkanal aus. Dort lade ich nämlich jede Woche Videos zu Themen wie passivem Einkommen, Online-Geld verdienen oder auch Kryptowährungen hoch. Links zu beiden Kanälen findest du selbstverständlich unten in der Videobeschreibung.